Langweilt mich, langweilt mich, langweilt mich, langweilt mich. Wieso geht die Scheiße nicht? Die Ficker rufen immer an, wenn ich ein Video mache. Und nachträglich... Warte mal, Scheiße, warte mal. Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten PFSense-Video. Heute machen wir mal IPsec. IPsec-Tunnel mit Routed VTI, Virtual Tunnel Interfaces. Und nachträglich im Folgevideo gehen wir mal auf Routing-Protokolle ein und die werden wir dann auch sogar gnadenlos über diesen IPsec-Tunnel drüber ballern. Dafür ist er schließlich da. Wie immer erstmal ein bisschen Theorie. Ich habe ein Bildchen vorbereitet. Ne, ist wie immer in der Mitte das große, böse Internet. Ganz schlimm, ne, ganz gefährlich. Lasst bloß die Finger davon. Kann ich euch nicht empfehlen. Deswegen immer IPsec-Tunnel machen. Spaß beiseite. Zur Erklärung. Zwei Seiten, PFSense, ganz normal, welche Version, erstmal egal, ihr seht gleich sogar, ich habe glaube ich eine Version, einmal 2.5 und einmal die 2.4.5, die werden wir jetzt gleich wirklich live hier miteinander verbinden, über einen IPsec-Tunnel, aber in der Phase 2 mit einem Routed oder Routed, wie auch immer, wie man auch immer ausspricht, VTI, Virtual Tunnel Interface, und diese Tunnel Interface habe ich jetzt hier oben schon mal frei definiert, das ist die 10.10.10.1, und die 10.10.10.2, 30er Netz ist jetzt auch erstmal egal. Das sind die Interfaces, wo die nachher sich drüber unterhalten werden. Ne? Und da, wenn ich Interfaces habe, kann ich nachher auch vernünftiges Routing machen, sogar mit Routing-Protokollen. Klar geht auch Static Routing, aber wir wollen the next level, wir wollen die Routing-Protokolle über unseren IPsec-Tunnel drüber prügeln. Wie gesagt, das ist das nächste Video. Wir gehen jetzt erstmal zur Einrichtung, die ist, ja, ich sag mal, für die Leute eigentlich bekannt, die die IPsec kennen. Wir fangen hier jetzt mal mit der linken Seite einfach mal an, fügen den Tunnel hinzu. Ich gehe da jetzt nicht ganz durch, auf allen möglichen Dingern, dafür habe ich andere Videos. Wir richten das Ganze jetzt einfach mal ein, um ja, die Funktionen herzustellen, um zum Grundlegenden zu kommen. Also wir wählen hier einfach IPv2, IPv4, wer IPv6 hat, geht natürlich auch. Remote Gateway, ich habe hier einen Namen. Ich verbinde jetzt die Proxcloud. Also das ist mein Remote Gateway, ne? Das entfernte Gateway, das ist die IP-Adresse davon. Nehme ich jetzt einen DNS-Namen, scheiß drauf. Eigentlich sollte man lieber eine IP-Adresse nehmen, egal. Remote IKE-Port, wenn ich das Feld hier freilasse, nimmt ihr einfach Port 500 und 4500. Und UDP-Port von NAT-T, unser Remote Gateway, können wir auch freilassen. Das ist in dem Falle der 4500er. Hier sagen wir jetzt einfach mal, was haben wir denn hier, irgendwas? Ne, VPN, Side-to-Side minus, sagen wir mal, Routing, nehmen wir das Ganze jetzt. Ja, wir lassen das hier auf Mutal PSK, Identifier, IP-Adressen passt auch und auf der Seite generieren wir ein neues Keypärchen. Zum Encrypt-Algorithmus können wir ja ein bisschen größer gehen, können wir hier AES256, oh, 128-Bit passt, 256-SHA reicht mir auch, wir lassen das einfach auf Standard, müssen die ja nicht ganz übertreiben. Und Diffie-Hellman Group 14 ist auch für mich okay. Alles andere lassen wir jetzt auf Default. Wir sind ja hier schließlich gerade nicht bei der super Einrichtung, wo wir auf irgendwas Spezielles achten müssen. Das könnte man natürlich auch nachträglich machen. Auf Safe. Wir können das Ganze schon mal applyen, meinetwegen. Dann fängt ihr schon mal im Hintergrund an, ein bisschen rum zu fuhrwerken, aber eigentlich irrelevant. So, Phase 2. Da wird es jetzt das erste Mal interessant. Wir wollen hier ein Routed VTI im Mode machen. Dann ändert sich hier oben auch so die Eingabefelder. Und jetzt könnte ich sogar schon Netzwerke, vordefinierte Netzwerke hier miteinander verbinden. Will ich aber gar nicht, denn ich möchte hier Adresse eingeben, was er hier schon vorgibt. Und das ist hier, wie es steht, Point to Point im Endeffekt. Ich mache nochmal kurz das Bildchen auf. Das ist das hier. Und da definiere ich jetzt diese zwei IP-Adressen. Wir sind ja hier auf der linken Seite momentan. Da definiere ich das Ganze jetzt, also zumindest für die linke Seite erstmal. Und ich gebe ihm auch schon die rechte Seite mit, worauf er ja, ansprechen soll. Ne? Das definiere ich hier jetzt 10.10.10.1 und auf der anderen Seite Remote ist die 10.10.10.2. Description brauche ich jetzt keine. Hier beim Encryption-Algorithmus gehen wir mal ähnlich 256 und stellen das auf 128-Bit. Das hier kann man einfach auf Auto stellen, hätte ich aber auch nicht machen müssen. 256 und hier unten beim Hash-Algorithmus kann ich sowieso scheinbar nichts anderes wählen als 256, ist aber abhängig von der Phase 1. Auch hier wieder Diffie-Hellman Group 14, alles andere lasse ich komplett frei und sage Safe. Damit ist die erste Seite fertig und wir müssen die zweite Seite konfigurieren. Hier auf die zweite Seite, hier dasselbe Spiel, IPsec Tunnel 1, IKE V2.
Wir wollen IPv4, mein Warninterface ist das hier und der Remote Gateway oder das Remote Gateway ist hier schröder-dennis.de ist die andere Seite. Description auch wieder, VPN Site-to-Site Routing nennen wir das einfach. Mutal PSK, IP-Adressen als Identifier stimmt. Jetzt will er den Pre-Shared Key haben, den kopiere ich mir selbstverständlich von der anderen Seite. Und dann muss das hier matchend sein. Da hatten wir vorhin 256, 128, SHA 256 und die Fee-Hellmann-Gruppe 14. Alles andere haben wir auf Standard gelassen und wir sagen Safe. Phase 2, ich sage jetzt noch nicht Apply Changes, das kann ich gleich machen. Add P2, ich sage wieder Routed VTI. Und jetzt muss ich das Ganze im Endeffekt umdrehen mit den IP-Adressen, die wir aus unserem Bildchen schon kennen. Also hier ist die Local, die 10.10.10.2 und hier ist die 10.10.10.1, das ist jetzt das Remote. Namen brauchen wir nicht, wir lassen das Ganze hier wieder auf 256 laufen, 128-Bit. Ich stelle es gerne auf Auto, das macht immer so einen optischen besseren Eindruck, irgendwie nutzen tut es uns nichts. Ihr seht schon, hier kann ich auf der Version, kann ich noch frei auswählen, unabhängig von der Phase 1, das ist so ein bisschen der Versionsunterschied. Diffie-Hellmann einfach wieder 14, Lifetime 3600 ist mir eigentlich jetzt egal, passt. Apply Changes. Damit würde er jetzt den Tunnel aufbauen, was man jetzt noch bräuchte. Ich habe es aber schon im Vorhinein getan. Ich drücke jetzt hier auch nochmal auf Save, damit wir gleich sind. Man muss die Firewall-Freischaltung machen auf Port 500 und 4500 auf UDP. Gucken wir uns an. Regeln, bei mir sind die hier schon eingetragen, ihr müsst sie natürlich dann nachtragen. Wir machen IPv4, UDP auf die WAN-Adresse 500 und 4500. Wir können ja mal beispielhaft in einem reingehen, damit ihr auch seht. Pass, WAN, IPv4, UDP. Hier unten gibt es das, wie heißt das? ISAC-MP500 auf die WAN-Adresse und das war's. Mehr brauche ich hier erstmal nicht einrichten. Natürlich nicht vergessen 500 und 4500 auf dem UDP-Protokoll. Dasselbe kontrollieren wir mal auf der anderen Seite, IPv4, UDP, IPv4, UDP, 4500 und 500er Port für das IPsec. Damit müsste er jetzt rein theoretisch zumindest schon mal den IPsec-Tunnel aufbauen können. Gucken wir uns mal an, einfach unter Status, IPsec, das sieht doch alles soweit gut aus, Established, wir gucken in die Phase 2 rein. Ja, da werdet ihr jetzt sehen, da wird er automatisch mehrere Phase 2 Tunnel aufbauen im Endeffekt. Das ist abhängig davon nachher, wie viele Netze untereinander verteilt werden, ist das falsche Wort. Kommuniziert werden, sagen wir mal so rum. Es ist dynamisch. Was ist denn jetzt das Wichtige dabei? Wir haben ja eben schon gesagt, VTI, Virtual Tunnel Interfaces. Und genau diese gibt es jetzt im Endeffekt und die finden wir in den Interfaces. Und wenn ich jetzt auf Interface Assignments gehe, taucht hier auch jetzt schon das IPsec VTI Interface auf. Und das kann ich mir jetzt einfach hier hinzufügen. Das heißt jetzt einfach Opt6, kann ich auch einfach umbenennen in, was weiß ich, IPsec, hoffentlich lässt das zu. Und ich sage Enable Interface. Save, Apply Changes und jetzt habe ich wirklich ein Interface, wo diese IP-Adresse drauf sitzt. Schauen wir uns jetzt gleich auch an. Wenn ich nämlich ein richtiges Interface mit einer IP-Adresse habe, dann kann ich auch schon wesentlich mehr machen und gerade besonders hinsichtlich Routing-Geschichten. Also dasselbe auf dieser Seite, Assignment. Ich wähle das IPsec-Interface aus, klicke auf Add, editiere das Ganze, nenne das auch auf dieser Seite IPsec Enable Interface und drücke auf Save. Apply Changes. Damit habe ich jetzt, zurück zum Bild, den VPN-Tunnel aufgebaut. Ich kann kommunizieren, das werden wir jetzt gleich abschließend testen. Haben auf beiden Seiten die IP-Adressen, das schauen wir uns jetzt auch an und machen dann abschließend ganz normal erstmal einen Ping, bevor wir dann im nächsten Video aufs Routing gehen über diesen IPsec-Tunnel und ab dann wird es, ja, sagen wir mal, sehr dynamisch, weil wir können natürlich nicht nur statische Routen machen, sondern wir können richtige Routing-Protokolle, die sich sogar automatisch, OSPF, BGP, die Netzwerke von der gegenüberliegenden Seite ziehen und dann darüber ihre Routing-Tabellen bilden. Gucken wir uns erstmal das eine an. Auf Diagnose meine ich oder unter Status. Ich kenne es auch nicht mal alles aus. Hier haben wir Interface. Müssten wir jetzt unser Interface finden. Hier unten haben wir es. IPsec Interface Opt 4. Ihr seht es.
Hier steht doch jetzt die IP-Adresse, das ist die 10.10.10.1 und die Gateway ist, also Gateway, für ihn ist es schon Gateway, die andere Seite, die 10.10.10.2. Dasselbe sollten wir auch auf der anderen Seite finden, nur natürlich verdreht. Ich guck mal weiter, genau, hier steht's. IPsec Interface 10.10.10.2 ist sein Interface und 10.10.10.1 ist die gegenüberliegende Seite. Wir gehen mal zurück zur Seite 1 und machen hier einfach mal einen Ping. Es kann sein, dass der erste Ping jetzt verloren geht. Es mag sein. 2 ist die Gegenseite. IPv4 Source Adresse lassen wir ihn mal selber machen und wir klicken einfach mal auf Ping. Dauert 4 Sekunden, ihr seht schon. Er hat jetzt 3 Pings gemacht, steht auch hier Maximum Number of Pings, 3, und es ist auf die gegenüberliegende Seite gegangen. Eine Millisekunde heißt schon wahrscheinlich, die Maschinen stehen irgendwo im selben Rechenzentrum, in derselben AS-Site. Wir können ihn mal selber anpingen lassen, ob es dann schneller geht. Genau, hier seht ihr schon, hier haben wir 0,1, 0,2 Millisekunden, wenn er sich selber anpingt. Wenn wir die gegenüberliegende Seite anpingen, wird es wahrscheinlich so eine Millisekunde sein, genau. Daran können wir jetzt schon ganz gut erkennen, dass das über den Tunnel geht. Allerdings, weil beide Maschinen von mir in derselben Zone stehen, in derselben AS-Zone stehen, ist es halt eben so schnell. Ne, zurück zum Bild. Damit haben wir jetzt den Tunnel obenrum aufgebaut. Also wir haben wirklich eine Verbindung jetzt auf IP-Basis. Es ist wirklich, als wenn wir ein Kabel von A nach B in unsere Firewall gesteckt hätten. Haben wir jetzt aufgebaut, allerdings über einen IPsec-Tunnel. Ja, heißt jetzt wirklich, wir können auf IP-Basis reden. Abschließend, ne, um das Ganze sozusagen vorzubereiten für das nächste Video, damit wir wirklich ja, Routing machen können, gehen wir einmal ins System Routing rein und gucken uns hier einfach mal an, dass wir hier ein Gateway jetzt drin stehen haben. Und das Gateway nennt er jetzt auch IPsec VTIV4, weil ich wahrscheinlich schon ein paar Mal rumprobiert habe. Interface ist IPsec und hier steht jetzt auch schon, das Gateway ist die 10.10.10.2. Monitor IP ist auch 10.10.10.2. Das ist auf jeden Fall das Gateway. Er kennt jetzt richtig ein Gateway, was auf IPsec-Basis ist. Ne? Und die 2 wissen wir, wir sind hier auf der Maschine Nummer 1 drauf. Die 2 ist die gegenüberliegende Seite. Dasselbe erwarte ich jetzt eigentlich auch hier auf der 2er Seite, Routing. Hier unten taucht es auf, 10.10.10.1 ist die gegenüberliegende Seite und das kann ich jetzt dann zukünftig als mein Gateway benutzen für die andere Seite. Also, alles was ihr hier rechts seht, ne, ich weiß gar nicht, kann da gar nicht drauf zeigen, alles was ihr jetzt rechts seht, könnte ich jetzt schon mit statischen Routen für die andere Seite auf die 10.10.10.1 definieren, wenn jetzt beispielsweise das 10.7er Netz an das 10.5er Netz will. Ja, ich könnte mit IPsec natürlich auch ganz normale Tunnelnetzwerke aufbauen, aber dann würde ich mir natürlich jetzt die Möglichkeit nehmen, richtige Routing-Protokolle zu verwenden. Und ich könnte natürlich dahinterliegende Netze nicht so richtig definieren, das wäre alles ein bisschen blöd, dafür gibt es dieses Routed oder Routed VTI. So viel dazu, das war die Einrichtung zumindest erstmal für das Routed VTI. Im nächsten Video zeige ich euch dann jetzt, wie man richtige Routing-Protokolle auf diesen Layer jetzt, auf dieses Bildchen, was wir gemalt haben, aufsetzt, um dann wirklich ja, einen Automatismus, automatisierte Routing-Protokolle in dieses Konstrukt reinzukriegen. Das Ganze kann man natürlich auch aufsetzen auf viel größere Geschichten, auf mehrere PF-Sensen auf mehrere Sites und erst dann wird es natürlich ja, interessant, weil dann dieses Thema zur Pflicht wird, wenn man dann halt eben ja, viele verschiedene Netze an vielen verschiedenen Sites hat, dann macht das Ganze natürlich noch mehr Sinn als mit diesen 2 PF-Sensen hier, die wir hier beispielhaft nutzen. Wir sehen uns hoffentlich dazu im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und ciao!